Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dungeon. Tschüss. Dungeon Siege. Oh oh. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Komm einfach wieder mit hoch. Danke. Danke. Danke, Merkel. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewohnt habe. Ach, furchtbar. Ja, moin. Jetzt mal schauen, ob ich auf nahe Entfernung muss. Ja, muss ich. Aber dafür richtig hier. Ja gut, das ist halt wirklich so für so einen Kampfmagier anscheinend. Jawohl, Naidi hat auch an Stärke gewonnen. Das klingt sehr gut. Der neue Bogen. Aber sie kann leider noch nicht die ganzen Sachen mittragen. Aber es ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Oh, moin. Ja komm, der kriegt aber hier volle Packung auch mal ab. Also wie gesagt, dieser Flammenzauber ist gut. Ich würde aber trotzdem tatsächlich den Explosivzauber jetzt erstmal wählen. Vielleicht machen wir das sogar so. Auf nahe Entfernung, wenn es ein Einzelgegner auch ist, wo wir die Agro nicht poolen, können wir poolen. Poolen. Hinauspoolen. Dann können wir auch tatsächlich die Flammen wählen, aber ansonsten macht das ja keinen Sinn. Nech. Ey, Gloin. Nein, der ist anders. Glörn. Gloin und Glörn. Alles klar. Übrigens, das Spiel ist vor den Filmen ja rausgekommen. Also vor Herr der Ringe. Wobei die Bücher ja bis dahin schon geschrieben waren. Also entweder haben die ja, die Bücher gekannt oder ich weiß auch nicht. Mana entreißen. Eine sehr nette Methode, Gegner umzubringen. Der bekommt. Ja, klar. Full auf die 12. Wir nehmen einfach alles wieder mit. Ihr kennt das Spiel ja. Kork! Wir knüppeln die schnell runter. Die sind echt nicht stark. Zed. Schlag mich, du geiler Bock, schlag mich. Entschuldigung, weil ich das so sage, aber er sieht nach nichts anderem aus gerade. Kork. Ey, Mana-Trinker. Ey. Okay, jetzt kann's rund gehen. Und volle Kanüle. Jawohl, Naidi hat wieder an Geschicklichkeit gewonnen. Das ist immer sehr gut, wenn sie das bekommt. Wenn diese Möglichkeit sich ergibt. Ulora hat endlich an Stärke gewonnen. Jawoll. Hallo. Verbogener Star. Nein, verborgen. Nein, verbogener. Ulora, endlich. Mädel. Du machst mir nur Probleme. Immer das Gleiche mit dir. Jetzt kann sie sich wenigstens anständig verteidigen, weißt du? Davor immer nur so, ja, ich kann halt ein bisschen kämpfen, ne? Jetzt kann sie es richtig. Also, der hat ja noch das Schwert. Der ist ja noch nicht Level up. Das kommt noch. Aber der ist gut. Der Gloin ist gut. Oh, da hinten geht's in die Zwergenstadt. Oh, die haben da wahrscheinlich schon gewütet. Oh. Ich mache mir gerade Sorgen, dass wir da jetzt reingehen und dass dort wahrscheinlich recht duster wird. Zappe duster. Müssen wir da überhaupt rein? Oder müssen wir auf die andere Seite? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir mussten in die Zwergenstadt nicht rein, aber wir bekommen hier sehr viele Sachen. Aber wie gesagt, nagel mich nicht fest. Oder ich glaube sogar, es ist die Mission für den Kollegen hier. Die zu erledigen, die es zu erledigen gibt. Bam. Wir sind ein gutes Team mittlerweile hier. Also wie gesagt, Ulora müsste noch ein bisschen schneller leveln, aber gut, meine Güte, ja. Drei Leute mit Nahkampf. Ein Heiler. Zwei auf Fernkämpfer. Schon okay. Boah, ja. Patz, 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 patz. So, weg ist er. Wie gesagt, irgendwann, wenn wir wieder zaubern müssen, so das ein oder andere wegzaubern, damit wir zumindest etwas davon haben. Das ist aber noch Zukunftsmusik gerade. Kirk.
Jetzt wird hier mal richtig geschlagen. Okay, sehr schön. Peng, alle tot. So, dann öffnen wir das mal. Okay, das ist sehr gut. Ich meine, alles, was wir mitnehmen können, ist immer gut. Muss man halt auch ehrlich sagen. Das können wir leider nicht öffnen und da hinten ist nichts mehr. Ich überlege gerade, was es noch für Level gab. So, so ganz vage gerade. Und ich frage mich, auf welches ich mich am meisten freuen werde. Das ist hier mitunter, schon muss ich zugeben, eines der prägnantesten Level. So für mich jedenfalls. So war auch immer so für mich. Oh Gott. Rückzug. Hallo, könnt ihr euch mal zurückziehen? Danke. So, jetzt halt. Ich muss nämlich die Nahkämpfer tatsächlich nach vorne nehmen. Was ich gerade nicht getan habe, was mir sonst echt nochmal böse aufschlagen wird. Jawoll, Ulaura ist Level up. Jawollo. Wenn wir eines Tages merken, uns. Also wir schaffen es mit dem jetzigen Level nicht so ganz. Dann kann man noch immer. Also das habe ich mir so in den letzten. Also in den letzten Aufnahmesessions so ein bisschen. Letzten Aufnahmesessions, ich bin auch so ein Held. In den letzten Folgen so ein bisschen überlegt. Vielleicht macht man dann mal kurz Multiplayer auf, weil man kann ja nicht leveln ohne Gegner in dem Spiel. Und vielleicht levelt man sich dann so von außerhalb nochmal so ein bisschen hoch. Vielleicht mache ich dann so Zusatzfolgen, Anführungsstrichen. Man macht das sogar offscreen, weiß nicht. Muss man mal gucken. Und ja. Ja, moin. Du bist so ein Held. Ich bin manchmal echt so schlimm. Einmal bitte runter wieder, danke. Wir haben hier alles, ne? Das sieht so aus. Ich gehe mal fest davon aus. Ich glaube, es gibt nämlich noch einen Eingang. Ich drücke wieder auf die mittlere Maustaste, wie ein Bekloppter. Alles klar. Ich bin wieder hochmotiviert, um meinen Finger zu missbrauchen. Wow. Bam. Ja, komm. Haut die um, Alter. Danke. Ja. Es fängt an mit dem Platzmangel. Ich schmeiß mal Magierleder zum Beispiel. Das können wir auch. Fetzen. Das jetzt vielleicht nicht. Ist gar nicht mal so einfach. Das könnte man machen. Das könnte man machen. Das hier. Das hier. Das da. Ich muss halt gucken, dass ich so ein bisschen Freiraum kriege. Ich würde tatsächlich aber auch den Stärksten immer quasi alle Sachen wegnehmen. Damit der halt immer vorrennt. Falls er aus Versehen Leute pullen sollte, wissen wir auf jeden Fall, woran es. Also, dass da jetzt nicht viel passieren kann. Weil er das aushält. So, das kann hier rüber. Die Bögen können hier rüber. Das kann hier rüber. Das kann hier rüber. Das kann, einer kann sogar dahin. Einer kann hier hin. Okay. Können wir noch irgendwas rauswerfen? Ich guck mich gerade mal durch. Das hier? Das hier? Dann können wir nämlich einen hier rüber schmeißen. Eigentlich die Hackebeile auch. Da steht was. Auch ein paar davon, weil das macht so gar keinen Sinn, wenn wir so viele haben. Ich benutze so selten Mana-Tränke, merke ich gerade. Ich meine, ein paar kann man behalten, aber. Ich bin aber echt hart an der Grenze. Ich nehme immer alles mit, aber hey. So. Guck mal, jetzt haben wir auf einmal viel mehr Platz. Zack. Jetzt können wir ihm auch die ganzen Zauber rübergeben. Der hat auch ein paar Mana. Wobei, der könnte die Mana-Tränke ja irgendwie noch verwenden. Also. Ulaura hat jetzt auch wieder Platz. Dann können wir ihr vielleicht sogar diesen Bogen hier rübergeben.
So. So, so, so. Ach, guck mal, für Set wieder was. So, also, dass es halt passt jetzt so, ne? Zack, zack, zack. Zack. Und Set kann wieder seinen Zauber nachgehen. Ach, das kann er gar nicht verwandeln. Set. Huch. Warum kommt ein Termin rein? Oh, wie ich das manchmal aus. Sucht Set? Ah, okay. Es geht nicht alles. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte alle Notifications ausgeschalten. Und was passiert jetzt? Ich bekomme Meldungen rein. Okay. Ja, dann nehmen wir alles andere mit. Hauptsache so das Gröbste ist weg. Wie gesagt, dann müssen wir irgendwann mal verkaufen. Ich wäre so ein Esel gar nicht mal so schlecht gewesen. Patz. Hier. Oh ja, heilen, heilen. Heilen ist gut, heilen ist immer gut. Ach, guck mal. Das läuft doch grandios. Schildkrötenschild. Wie gesagt, man nimmt immer alles mit. Ich stelle mich mal hier hin. Was macht das? Nichts. Es geht auch nicht betätigen gerade. Okay, ich habe gedacht, das macht irgendwas Spannendes. Irgendwie reißt ein Graben auf oder so, aber stattdessen guckt mich das nur lustig an. Oh, guter Treffer. Glörn hat an Stärke gewonnen. Wenn Glörn schon neue Stärke hat, ist das ganz sexy. Kommt einer angerannt, da kriegt direkt einen Pfeil ins Brustkörbchen. Machen wir es mal so. Hier hinten sind noch ein paar Gegner. Die werden wir auch noch treffen. Als allererstes will ich den da töten. Dann heilt er keine mehr. Und der Rest kann dann einfach niedergeknüppelt werden. Vom gesamten Team. So, weg mit euch. Bumm. Ah, schade. Das wäre lustig gewesen, hätte der getroffen. Aber nee. Also, ist da hinten was? Nee, ne? Falter's denn, Alex? Falter's denn? Junge. Junge. Mit Ü. Junge. So. Einmal voll auf die Schnauze. Oh, 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 ein Ring. Ich gucke erstmal, was das für ein Ring hier wäre. Es ist ein... Oh, wir haben sogar zwei Ringe. Mana-Punkte unter... Oh, ich würde die sogar behalten. Einfach nur, weil es geht. Weil ich so ein Egoist bin. Ich bin nur ein Egoist. Da, 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 da. Und wir treffen. Oh ja, da haben wir jemanden getötet. Mit Leverhandschuhen. Oh, die sind neu. Ist die hier unter ihr geschossen? Ach, guck mal da. Guck. Oh ja. Okay, wir töten den erstmal. Ich glaube, das geht am schnellsten. Und dann den Rest. Peng. Okay. Ich glaube... Kannst du den mal treffen? Danke. Okay. Okay, sehr gut. Dann haben wir auch hier nochmal ein bisschen Level up. Okay. Stopp. Nicht im Journal gucken. Einmal hier. Okay. Wir schaffen das schon. Okay, Moment, wir ziehen die an. So machen wir. Er kommt noch nicht. Ich wähle sie. Und sie kann gut schießen, nämlich. So, und jetzt einmal bitte drauf knüppeln. Und jetzt kommt er. Ja, der ist jetzt auch nicht so übel. Der backt sich eh, also. Ein Wachhelm. Ein Wachhelm kann man auch immer gut gebrauchen. Zed steht da wieder mitten rum. Gibt es nicht so einen Rückzugsknopf? Ja, komm. Gib dem einen ab. 18. Und... Ah, gut, 16. Was sagt denn sein Schild? 7. Was sagt denn der Schild? 7. Der ist halt nur aus Stahl, so. Ja. Das ist nicht. Peng. Na toll, jetzt werde ich angegriffen.
macht gut Schaden, keine Frage, aber muss mich immer alles angreifen? Oh ja, der läuft gut. Oh, das war ein Zuckerschuss. Entschuldige. Der hat genau gepasst. Der war ungewollt genau an die Stelle, wo ich hin wollte. Ja, komm, den treffen wir auch noch, komm. Okay, passt vieles nicht mehr in Inventar. Weißt du was? Ist mir jetzt auch egal. Machen wir es so. Okay, nächster Kampf. Ich speichere wieder. Bevor irgendwas passiert, wir sind so gut durchgekommen jetzt. Oh ja, Peng! Wir sind auch gleich wieder Level up. Ja, wir müssen die halt echt fernhalten von unseren Jungs. Sehr gut. Ulaura hat sich aber auch wieder sehr gut geschlagen, muss man zugeben. Okay, erstmal alles drumherum töten. Ja. Wieder diese. Yo, Kampfstufe, also Zauberkampfstufe Nummer aufgelevelt. So. Was haben wir denn jetzt wieder für einen? Mana-Punkte. Mana-Punkte ist gar nicht mal schlecht. Und tschüss. Der kam an. Der kam aber an. Der kommt auch an. Ach, guck mal. Da hinten lebt noch so ein einziger. Hä? Was mache ich denn hier? Oh. Peng? Können wir irgendwas ablegen? Schlagende Lederhandschuhe. Das ist viel... das ist sexy. Ihm würde es echt gut stehen, aber er kann sich das gerade nicht leisten. Moment, wir töten alle. Zack. Passt. Jetzt geht's weiter. Knüppel. Peng. Der hat's auch gut erwischt. Oh, da links seht ihr diese Hunde-Kolonie, die uns wahrscheinlich gleich entgegenkommt. Da habe ich gerade ein bisschen Sorge. Okay. Wir heilen uns. Zup. Okay. Ich versuche erstmal die Rechten hier anzuziehen. Die Rechten anzuziehen. Oh! Man kann sich nicht noch blöder versprechen. Ich ziehe die Rechten an! Nein, eben nicht. Explosionspulver. Ich glaube, das ist das, was wir schon bereits haben. Da müssen wir halt jetzt hier einmal ein Leben mit Köppel machen. Könnt ihr mal bitte vorkommen? Danke. Ich will ja auch ein bisschen Unfug treiben. Schabernack. So. Zack. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Oh. Ups. Ja, ist halt so. Okay. Lass das mal den Papa machen. Okay, hier kommen auch wieder viele Gegner. Bietet uns wieder die Möglichkeit aufzuleveln. Oh Gott. Glöhn. Glöhn, nicht sterben. Eisenfaust. Oh, das war das, was ich mir eigentlich so ein bisschen habe überlegt zu kaufen. Jetzt ist es hier. Deswegen sage ich halt oft, einfach nicht alles mitnehmen. Und dann... Ich kann trotzdem noch nichts mitnehmen. Ach, furchtbar. Kann man irgendwas wegwerfen? Ich will das und das mitnehmen. Ach, der heilt gerade gar nicht. Hoppala. Jetzt haben wir es aber. So. Ja, komm hier, Patz. Voll auf die 12. Ach, guck mal. Hallo. Den hat's getroffen. Der bekommt auch ein... Oh, das ist mir ja noch nie passiert, dass das Ding da reingeflogen ist. Wind der Heilung. Wind of Change. Würde ich es nennen. Einmal das. Und einmal das. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Ihr wisst ja Bescheid. So. Kaputt, kaputt. Sehr gut. Oh, Kreuzung.
Ihr wisst ja Bescheid. Geh mal platt. Komm mal her, du Hannebambel. Du mal nicht so. Oh, abgenutztes, abgestreiftes Leder. Das ist das, was Dech brauchen könnte gerade. Ne? Ja, follow. Direkt mal hier beliebt gemacht. Bei den Kollegen. Yep. Nimm mal mit. Passt schon. Passt schon. Oh, da hinten. Round. Da teilen wir jetzt nochmal aus hier. Peng. Warum explodiert die Sache nicht? Na, jetzt kommt's aber. Ja. Oh, ein Amulett, ein Amulett, ein Amulett. Ein Amulett ist immer gut. So. Oh, da gibt's. Da gibt Leben. Hallöchen. So, einmal bitte kurz Leben. Ich nehme mal das Amulett auf. Wieder mit meinem Hauptcharakter. Er hat das genommen. Oh, das ist perfekt für Zed. Für Take Zed. Weil der hat dann wenigstens nochmal ein Level Up. Finde ich gut. Er kann... Nein, fehlt noch eine Stufe. Mann. Eine Stufe mehr und dann wäre es eigentlich ganz sexy. Was könnte er denn machen? Er könnte zappen oder Funke. Ich gebe ihm den Zap-Mann mit jetzt. Er soll ein bisschen an seinem Zap-Sap, an seinem Zap arbeiten. Damit wir auch endlich mal ein bisschen mehr austeilen können mit ihm. Gerade mit dem Funken. Ich meine, wir haben jetzt genügend Heiltränke. Ich mache mir da jetzt mal echt keinen Kopf. So, können wir auch was mitnehmen wieder. Ich nehme halt die Sachen gerne mit, damit wir genügend... Oh, hi! Einmal bist du tot. So, du nervst. Und der bekommt hier jetzt die volle Packung mit. Ich glaube, da hinten geht es sogar weiter. Wir sind gerade... Oh, da rechts ist noch so ein Viech. Gut, dass wir... Also mit tanzenden Zap kann er richtig gut helfen. Wenn es kleine, schwache Gegner gibt en masse, dann kann er das wirklich gut richten. Schwerer Schuppenpa... Das passt noch immer nicht. Es wird wohl ein großer Panzer sein. Was ich gut finde. Oh, sein Inventar ist voll. Dann machen wir das so. So. Wow, Alter. Da geht mir gerade einer ab, sorry. Wie viel hat er? Okay. Müssen wir gar nicht drüber reden, ob wir das mitnehmen oder nicht. Achso, was wir machen könnten, ist irgendwas Schwaches austauschen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4 vielleicht. So. Und das hier mitnehmen, das würde Sinn machen. Der Schuppenpanzer, der gefällt mir gerade aber sehr, wisst ihr das? Also, die... Ah, moin! Hallöle! Volle Kanüle! Kompositbogen. Schlange, Lederstiefel, okay. Moment. Ich gebe ihm gerade doch nochmal das Verwandeln. Einmal. Zweimal. Oh, das bringt aber schon... Das hat aber schon eben gut Gold gebracht. Die ganze Zeit gedacht, so, willst du das machen? Aber jetzt so. Gar nicht mal so schlecht. So. Ah, jetzt wieder so ein Abgrund oder was? Gleich wieder. Der gleiche Kapster. Verbogener Stab, hey. Machen wir es jetzt? Haben wir es gleich aus dem Kopf. So, einmal bitte drauf knüppeln, danke. Einmal bitte zum Mitnehmen. So. Warum kommen die denn nicht mit? So. Einfach nur so. Damit die halt auch mal ein bisschen draufknüppeln können. Okay. Moment. Ich gebe ihm Zap. Dann kann er wieder ein bisschen üben. Zap. So.
alles. Er braucht ja nur ein Level, weil wenn er noch ein Level bekommt, dann ist er ja fast schon Mr. Incredible. So, dann wird er richtig austeilen hier. Okay, alle trinken einen Schluck. Aber bevor wir uns hier wieder auf die andere Seite begeben, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von daher bis dann und tschüss.